Hallo? Ja, jetzt geht's. Also einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, hierher zu kommen. Es war wirklich hartnäckig, wie du gesagt hast, und dann ist irgendwas noch dazwischen gekommen im letzten Augenblick. Und dass das hier so eine tolle Veranstaltung mit so viel Freude und so viel Euphorie ist, das ist wirklich, das freut mich sehr. Und das ehrt mich auch, dass ich heute da bin und dass ihr also so begeistert seid. Es ist natürlich, wie man sieht, ich habe mich auch weiterentwickelt. Der Song Contest hat eine wesentliche Rolle in meinem Leben gespielt. Es war eigentlich die erste große Bühne, abgesehen von Tourneemusiker zu sein, wo andere in der ersten Reihe stehen. Da war Peter Cornelius damals eigentlich der erste, mit dem ich Deutschland, Österreich, Schweiz gefahren bin, zweimal auf Tournee, und dann kam eigentlich schon der Song Contest. Und das war damals mit der Formation West End. Und West End, das muss man wissen, war eigentlich eine Band von Musikern, die dann später auch die Studioband und auch die Liveband von Falco waren. Also das war im Prinzip gar nicht so Song Contest ausgerichtet. Aber auf einmal war dieses Lied da, auf einmal war dieser Text da, dann kam der Hans-Christian Wagner. Nachdem wir ja alle Musiker waren und keine Tänzer, musste man uns ja fernsehtauglich hinstellen. Und da haben wir dann wirklich im Knochen... Okay. Ja, darf ich noch mal der Ohnwart? Ja. Das hat er eigenleben, dieses Mikrofon. Naja, warte. Das ist eine starke Persönlichkeit. Aber jetzt will er ausscheiden, weil vorher war es nicht eng. Hallo? Ja, ja, jetzt geht's. Das klingt dafür besser. Ja, auf jeden Fall was Lustiges ist eigentlich in einer Nacht- und Nebelaktion diese Nummer entstanden. Und dann hat diese Formation noch tanzen lernen müssen, was, wenn man jetzt wirklich, normalerweise ist der Brennpunkt immer auf den wirklichen Tänzern. Wenn man mal nicht auf die Tänzer schaut, sondern hinten schaut, was da passiert, wie wir da gehen, war das eigentlich eher wie eine Hans-Hinterseer-Bergwanderung. Aber es ist sich ausgegangen, und wir haben damals den für Österreich eigentlich sensationellen Platz Nummer 9 gemacht, und die Nation war in Aufruhr. Also das... Gefühle, so